this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Was für ein Glück, dass ich das Bild hier vor meiner Schnauze habe, dass ich das ablesen kann. Heute Nachmittag bin ich fast ins Schleudern gekommen. Da hatte ich eine englische Aufnahme gemacht und da wollte ich das schon in Deutsch sagen. Und jetzt fast in Englisch. Aber nee. Es ist ein deutsches Video, das ihr schaut, und zwar das 32. aus der Buchlesung Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, im 11. Kapitel, die abschließende letzte Lesung dieses Kapitels. Bevor wir in das abschließende Kapitel Nummer 12 gehen, und ich kann euch sagen, das solltet ihr wirklich nicht verpassen. Heute Abend ist übrigens der Sonntagabend, 9. September, 7:45 Uhr, und ich bin hier über Skype verbunden mit meinem wundervollen Bruder Viktor, der das Buch übersetzt hat, sich die Mühe gemacht hat, sich hingesetzt hat, aber wirklich, und dieses ganze Buch übersetzt hat, alle 12 Kapitel, alle im Englischen 75 Seiten, und dafür nochmal meine ganz hohe Anerkennung, das gemacht zu haben. Und das ist natürlich dann schön, dass der Heilige Geist auf so eine Art und Weise arbeitet, dass man zu zweit, also Viktor und ich jetzt mal eben genommen, Michael lasse ich mal eben außen vor, der uns zwar manchmal begleitet, aber halt nur, wenn er Zeit hat, aber auch schön, wenn er dabei ist oder jemand anders, den man dazu einlädt, um so eine Buchlesung zusammen zu machen. Aber es ist doch wunderbar, wenn man sieht, wie der Heilige Geist dafür sorgt, dass wir solche Arbeiten heutzutage den Leuten mitteilen können. Aber bevor ich jetzt hier lange Monolog halte, möchte ich erstmal Viktor herzlich willkommen heißen an diesem Sonntagabend aus dem schönen, wahrscheinlich tagsüber sonnigen Hamburg. Wie ich im Hamburg-Journal gesehen habe, war hier schönes Wetter heute bei euch, bei uns auch. Und herzlich willkommen, Viktor. Ja, hallo, moin moin. Ja, in der Tat war das heute mal auch wieder ein sonniger Tag und wüsste ich jetzt nicht weiter, was ich jetzt noch hinzufügen sollte. Oh, hast du nichts zu sagen, das ist ja kein Problem. Wir können sonst gerne fortfahren mit der Lesung. Mhm. Und vielleicht ja noch diesen letzten Punkt, den fand ich ganz interessant, den Michael erwähnt hatte, dass ja Belgien so ein, ja, aus seiner Sicht so ein Kunststaat ist, weil ja so viele verschiedene, ja, Völker oder auch Stämme von Völkern in diesem Land beheimatet sind. Und man da ja so quasi so eine künstliche Linie drum gezogen hat. Ja, die jetzt nicht so das widerspiegelt, den Kern der Gruppen, der Volksgruppen halt, ne? Nee, das ist richtig. Das ist ein interessanter Punkt, den du dir anholst, Viktor, weil das ist im Grunde genau dasselbe, was wir im Grunde auch erlebt haben nach dem Ersten Weltkrieg mit der Zerschlagung des Ottomanischen Reiches. Damals wurden solche Staaten gegründet wie die Türkei und Libanon und Palästina und Syrien und all diese ganzen Länder da. Die sind ja im Grunde alle künstlich, das sind alles künstlich gezogene Grenzen. Und das sieht man ganz besonders schön an einem Land, das ist nämlich im Grunde das, was man Kurdenland nennen kann. Die Kurden sind ein Volksstamm, die sind verteilt über den Staat Iran, Irak, Türkei und Syrien, wenn ich mich nicht irre. Über all die verschiedenen Staaten, da gibt es überall eine kurdische Minderheit. Und das ist genau dasselbe, wie wir das auch teilweise in Deutschland erleben, zum Beispiel in Schleswig-Holstein nach dem 30-jährigen Krieg, das war ja auch immer ein Hin und Her, mit Schleswig, was dann zu Dänemark gehörte und dann wieder zu Deutschland und dann geteilt. Da gibt es heute auch noch eine dänische Minderheit. Und im Grunde ist Belgien genauso ein Kunstland, wie du gesagt hast. Belgien ist ein Land, das ist im Grunde 1831 errichtet worden, und weil sie das ein Königreich machen wollten, haben sie sich einen König importiert aus Deutschland. Das kann ja jeder im Internet selber nachfolgen. Das ist also eine deutsche Blutlinie, die sie hier importiert haben. König Leopold war derjenige, der das 1831 begonnen hat. Und das ist ein Land, wo man künstliche Grenzen gezogen hat, im Süden zu Frankreich hin, im Norden zu Niederlande hin und im Osten zu Deutschland hin. Und deswegen gab es auch, ich meine, wenn man die deutsche Nationalhymne kennt, die ja aus 3 Strophen besteht, wovon heute ja nur noch eine gesungen wird, dann weiß man ja, dass in der ersten Strophe auch gesungen wird von der Oder bis zur Maas oder sowas in der Richtung. Die Maas liegt aber heute ein ganzes Teil schon in Belgien, das geht nämlich bis Lüttich, ne? Da läuft die Maas vorbei. Da kann man mal sehen, dass der deutsche Einflussbereich also damals viel größer war, als er nach den 2 Weltkriegen war. Das ist nur mal eben über das Deutsche. Dann haben wir die
jesuitische Universität, die wir kennen, unter anderem, wo ich erzählt hatte, dass da der John Carroll 26 Jahre ausgebildet wurde, nicht alle 26 Jahre auf der einen Schule, aber den größten Teil, St. Omer, das heutzutage liegt in Nord-Pas-de-Calais im Norden von Frankreich, ungefähr 180 Kilometer von wo ich hier weg wohne, in Löwen, was damals im Grunde auch zu Flandern, also zu Belgien zählte und heute eben nicht mehr, heute ist das Frankreich. Und diese Sprachgrenze, die gezogen wurde, künstlich, also ich wohne hier ja etwas außerhalb von Löwen, wenn ich hier knapp 10 Kilometer nach Süden fahre, hinter Bierbeek fängt Bevecom an, Bevecom ist der flämische Name, Beauvechain ist der französische Name von demselben Dorf, da ist im Grunde schon die Sprachgrenze, also wo die Französischsprachigen wohnen. Und das ist ja im Grunde auch genau der Punkt, den Michael letztes Mal gemacht hat und den du gerade anholst, es ist ein künstliches Land, wo irgendwelche Grenzen gezogen werden und verschiedene Volksgruppen miteinander mehr oder weniger gezwungen werden, um zu leben. Und bei den Kurden ist das ja bis heute so. Es gibt ja diese kurdische separatistische Partei, die ein eigenes Kurdistan gerne haben möchten, wenn ich darüber richtig informiert bin. Dann haben wir das zum Beispiel ja auch in Spanien mit der Freiheitsbewegung der Katalonen. Ich war eine ganze Zeit lang mal zu Besuch auch im Süden von Frankreich in an der spanischen Grenze in der Gegend da unten. Das ist Weinbaugebietmäßig, nennt sich das da Roussillon, neben dem Languedoc. Und die Franzosen nennen das da französisch Katalonien. Ja, also Katalonien ist nicht nur die Gegend in Spanien, wo Girona die Hauptstadt von ist und Barcelona da ja auch noch mit zugehört, sondern das gibt es auch bis rüber nach Frankreich. Dasselbe haben wir im Baskenland im Norden. Das ist da, wo Ignatius von Loyola herkommt. Mit der Grenze in Frankreich nach Biarritz rüber. Ja? Da haben wir genau dasselbe. Das sind künstlich gezogene Grenzen, die im Grunde ganze Völker am Spalten sind. Das sind immer willkürliche Dinge. Und hier in Belgien haben sie das eben auch gemacht und haben 1831 den Belgiern eine Unabhängigkeit gegeben in einem künstlich gegründeten Staat im Grunde. Und um eben einen König haben zu können, haben sie dann Deutschen importiert, haben den Leopold hier hingesetzt. Und was hat der als erstes gemacht? Ja, hat Belgien mit einer Kolonie versehen, die wir heutzutage, ich weiß nicht, wie es heute heißt, das Kongo, glaube ich. Früher hieß das Zaire eine ganze Zeit lang, ja. In Zaire, kennst du das Lied noch? da sind die Belgier eingefallen, haben das ihre Kolonie gemacht und die haben da Millionen, aber mindestens 8 Millionen Schwarze abgeschlachtet. Niedrigere Rasse, weißt du? Ein Völkermord, über den so überhaupt nicht irgendwie gesprochen wird. Ja, so hat sich Belgien in die Welt eingebürgert, möchte ich mal sagen. Und aber daher kommt jetzt nicht der Ausdruck belgische Schokolade, ne? Nee, der kommt daher, weil natürlich Schokolade viel in Afrika angebaut wird und Firmen wie Kalle baut und was weiß ich nicht, wie die alle heißen. Hier in Belgien Schokoladenverarbeiter sind. Also nee, das hat aber damit nichts zu tun. Schöner satirischer Zweig mal eben von dir. Nee, hat damit nichts zu tun. Ich habe übrigens ein Video auf meinem Kanal, das ich nicht selbst gemacht habe, das ist ein Spiegel. Das heißt, wie heißt es denn? Irgendwas mit Schokolade im Titel. Über Sklaven da in der Schokolade, das ist Junges. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich muss mir das mal eben angucken. Ich weiß es jetzt echt nicht. Startfenster suchen. Komm, gib mir mal hier meinen YouTube-Beherder, dann meinen Videobeherder. Irgendwas mit tödlicher Schokolade oder sowas. Ist ein Video, sollte man sich ruhig mal angucken. Mal eben sehen, ob ich hier den Titel, ob ich das jetzt schnell mal rauskriege hier. Wenn ich Schokolade eingebe, kann man das wohl sehen. Und schmutzige Schokolade, Kindersklaven in Afrika, eine Dokumentation, habe ich 2011 hochgeladen, also das erste Jahr, in dem ich meinen YouTube-Kanal hatte. Das ist ein Spiegel, da habe ich noch keine eigenen Videos gemacht. Das kann man sich ruhig mal angucken. Das ist eigentlich ganz interessant und das geht natürlich auch um Belgien, um die belgische Schokolade, wie du gerade gesagt hast. Um eben Firmen wie Kallebaut und wie sie alle heißen, Côte d'Or, ne, Goldküste. Das ist halt ein Film, den ich gemirrt habe aus dem Internet. Und kann man sich sicher mal angucken in der Hinsicht. Hier ist auch eine schöne Beschreibung bei. Ja.
Kongo, wie gesagt, da haben sie da einen Holocaust gehalten, also einen wirklichen Völkermord. Ich glaube, mindestens 8 Millionen Schwarze wurden da im Lauf der Zeit von den Belgiern verbraten, um das jetzt mal ganz sarkastisch auszudrücken. Ja, Belgien hat also eine ganz besondere Geschichte in der Hinsicht, und bevor wir jetzt eben weitergehen mit hinter den Diktatoren, auch nicht schlecht, um da einen Hintergrund hinzubekommen. Belgien ist ein Land, das in Lüttich, in Löwen, in Brügge, in Charleroi, im französischsprachigen Teil auch, also mindestens 5 große Jesuitenschulen hat. Und St. Omer kann man dann auch noch extra mit beirechnen von früher. Belgien ist ein Land, das ist mit Jesuiten gespickt, und von daher ja auch kein Zufall. Wir hatten ja gesprochen über Van Rompuy, ja, mit diesem Anhang, den wir da mit drin hatten. Wir sind alle Jesuiten. Von daher im Grunde auch kein Wunder, dass der erste europäische Präsident, um jetzt mal den EU-Ratsvorsitzenden Van Rompuy mit dem richtigen Titel zu versehen, den er meinte sowieso rechtmäßig gehabt zu haben, nämlich er sei Präsident von Europa. Ist ja auch kein Wunder, dass sie dafür dann einen Belgier genommen haben. Und viele andere Belgier, die hoch sind in der Europäischen Kommission, in Positionen, wie zum Beispiel Guy Verhofstadt, der auch ein ehemaliger belgischer Premierminister ist, aus den, ich glaube, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre war das, da wurde Belgien hier von der WLD, also VLD, regiert. Das ist, was in Deutschland die FDP ist, also die Partei, die weder rechts noch links ist, die alles in sich vereint. Ja? Und dieser Guy Verhofstadt hat ja auch zusammen mit Martin Schulz viel in der Europäischen Kommission zusammen gemacht und im Europäischen Parlament zusammengearbeitet. Naja, jedenfalls ist Belgien ein ziemliches Jesuitenland, um das mal auf den Punkt darzubringen. Und Belgien ist übrigens auch ein Land, das hat die Jesuiten niemals rausgeworfen. Angesehen natürlich, dass Belgien erst seit 1831 besteht, konnte es im 16., 17. oder 18. Jahrhundert die Jesuiten nicht rauswerfen, hat es aber auch nie getan, also selbst Flandern oder wie auch immer haben die Jesuiten niemals rausgeschmissen. Und Belgien 1831 gegründet hat zwischen 1831 und heute, nach meiner Information, bis jetzt die Jesuiten niemals verboten. Eins der wenigen Länder, genau wie die Vereinigten Staaten von Amerika, die es natürlich nicht gemacht haben, weil die Jesuiten das Land gegründet haben. Man kann ja nicht seine eigenen Gründer rausschmeißen. Ne? Das machen sie jedenfalls nicht. Also von daher, ja, Belgien, eine ganz interessante Geschichte. Und wir haben uns jetzt natürlich hauptsächlich beschäftigt mit der Geschichte des Rexismus, nämlich also mit der belgischen Geschichte während des Zweiten Weltkrieges und vor dem Zweiten Weltkrieg, also in der Zeit des Dritten Reiches, wo hier eine Puppenregierung von Adolf Hitler eingesetzt wurde, mehr oder weniger die belgische Rex-Regierung mit dem Le Grel, der da der Anführer drüber war, über den wir jetzt ein paar Mal schon bereits gelesen hatten. Ja, dann würde ich vorschlagen, wenn du nicht noch irgendwelche Bemerkungen hast dazu, dass wir dann mit der Lesung anfangen, oder hast du noch Fragen zu dem, was ich gerade gesagt habe vielleicht? Nee, das hast du an sich gut ausgeführt. Ich wüsste jetzt nur noch aus eigener Erfahrung, dass das zum Beispiel so halt, was du auch sagtest mit Schleswig-Holstein, dass es da auch so Kunstgebilde halt nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, also wir hatten ja, sage ich mal, noch in der Weimarer Republik 26 Staaten. Also letztendlich war ja die Weimarer Republik letztendlich auch nichts anderes als ein Staatenbund. Und ich weiß das jetzt halt nur aus meinem persönlichen Umfeld, dass zum Beispiel in Süddeutschland so in dem Bereich, ich sag mal so von Mannheim bis Darmstadt, das eigentlich auch früher das Königreich Hessen war, das also zusammengehörte. Und da hat man jetzt da so halt ein Gebilde gemacht mit Baden-Württemberg und Hessen und Rheinland-Pfalz, glaube ich. Ja, die ganzen Bundesländer sind ja im Grunde alle künstlich errichtet nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Ja, eben. Ich glaube, das Einige, das so ungefähr seine Grenzen wirklich beibehalten hat, ist Bayern, ne? Ja, das ist mir jetzt im Nachhinein auch aufgefallen. Ja. Also das war jetzt mir nur so ein Punkt, wo ich gemerkt, also ich glaube, das ist zum Beispiel auch so in der Bodenseeregion auch ähnlich, dass die Menschen da an sich doch sehr zusammengehören, aber man da dann halt so ja andere Linien da durchgezogen hat, so künstlich. Ja, einige gehören nach Bayern, andere gehören nach Baden-Württemberg, wieder andere gehören nach Österreich und andere gehören in die Schweiz, ne? Ist doch da unten das im Grunde drei Ländereck, ne, am Bodensee. Ne? Das sind ja die Schweiz, Österreich und Deutschland, die daran grenzen. Ja.
Ja, und da kann man natürlich viel, wie heißt das, Schindluder mittreiben. Und das haben sie ja wahrscheinlich auch gemacht. Ja, das ist eben so. Wenn man regiert wird von Leuten, die keine Nationalbindung haben, weil sie nur ihren General gehören, dann können die natürlich auch Grenzen ziehen, ohne irgendwelche nationalen Emotionen dabei zu haben. Dass die Menschen das haben, ist denen ja egal. Das ist dann aber natürlich interessant für in der Zukunft, um dann unter diesen verschiedenen Völkern eine, lass uns mal sagen, wieder Zwietracht zu säen. Und weißt du, wenn ich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in einem Land wohnen habe und dieselbe Bevölkerungsgruppe in einem anderen Land wohnen habe und dann wiegele ich die beiden Länder gegeneinander auf, dann reibe ich die Bevölkerungsgruppe natürlich kaputt, ne? Ja, kann man so geschickt einfädeln. Kann man so geschickt einfädeln, ne? Und im Grunde ist der ganze Zweite Weltkrieg so geschickt eingefädelt gewesen, weil die Protestanten in England haben gekämpft gegen die Protestanten in Deutschland und die Protestanten in Amerika haben gekämpft gegen die Protestanten in Deutschland und alle zusammen haben sie gekämpft gegen die Orthodoxen in Russland zum Beispiel, ne? Um jetzt mal eben da ein bisschen auszuholen, ne? Und der lachende Dritte war natürlich der Vatikan. Der steht da, reibt sich die Hände und sagt, meine Feinde machen sich selbst kaputt, weil ich das initiiert habe und wunderbar. Ich stehe im Grunde als lachender Dritter nachher da. Das ist die Politik des Vatikan, das ist die Politik der Regimini Militantes Ecclesiae, der Militärregierung der römisch-katholischen Kirche durch die Compagnie de Jesus, ja, der Jesuitengesellschaft, wie wir sie eben auch kennen. Da muss man sich eben von bewusst sein. Ich meine, ein interessanter Punkt, den viele Leute vielleicht noch nicht kennen, am D-Day, 6.6., 6 Uhr morgens, 666 übrigens, ne? 1944, die Landung der Alliierten in der Normandie, da haben die Amerikaner eine ganze Menge Kanonenfutter an den Strand geschickt, ne? Ich meine, wer sich mal so eine Filme anguckt wie Saving Private Ryan oder sowas, jetzt mal abgesehen von der ganzen Emotion damit bei, kann man ja sehen, die Soldaten, die laufen da an Land auf und werden da also wie Zielscheiben abgeschossen von den Deutschen in dem Fall. Interessant ist, dass man wissen müsste, dass diese ganzen Landungstruppen von den Amerikanern, die da hingeschickt wurden, die hatten ja damals alle noch, wie man so das sagt, diese Hundemarke. Weißt du, ich war auch im Militär, da hatte ich auch so eine Kette um den Hals, so eine Hundemarke. Weißt, was ich meine, ne? Ja, so ein Halsband, wo Ja, der so ein Name Halsband mit so einer draufsteht. Metallkette drauf, wo der Name und eine Nummer und Ja, irgendwas draufsteht und genau. sowas. Diese Kette, diese Hundemarke in den Vereinigten Staaten von Amerika früher, beinhaltete auch die Religionszugehörigkeit. Also, ob du zum Beispiel protestantisch warst oder katholisch. Und die Landungseinheiten am D-Day wurden spezial dafür ausgesucht, dass die gespickt waren mit Menschen, mit Soldaten, die protestantischer Abstammung waren. Ja? Und wer da mehr drüber lesen möchte, den muss ich verweisen nach Eric John Phelps, seiner Arbeit Vatican Assassins Wounded in the House of My Friends, 1863 Seiten, ein Buch, das es nicht in Deutsch gibt, viele Bilder damit bei. Sehr interessante Geschichte, die darin zustande kommt. Auch nicht alles 100% korrekt, aber soweit ganz gut. Nur Eric John Phelps sollte man nicht als Bibellehrer nehmen. Und da hat er nämlich eine Falschlehre des Futurismus. Und das ist auch noch ein interessanter Punkt, den ich machen wollte. Der Futurismus in der Lehre, der in unserer Welt heutzutage besteht, der Futurismus, der daraus besteht, dass der Antichrist in der offiziellen futuristischen Lehre eine Person ist, die einige Jahre vor Jesu Christus Zurückkunft kommt. Und bis dahin für jedermann total unbekannt ist. Das ist im Grunde der größte Betrug seit dem Garten von Eden, weil die römisch-katholische Kirche hiermit lehrt, dass die 70. Jahrwoche von Daniel, Kapitel 9, Verse 4 bis 27, bis jetzt unerfüllt ist, die Jesus Christus komplett erfüllt hat. Da habe ich Videos drüber gemacht. Aber wichtig ist, dass wir eben verstehen, dass die Protestanten heutzutage weltweit die meisten überhaupt nicht mehr wissen, weswegen sie protestieren. Und ursprünglich kommt der Protest daher, dass sie protestiert haben gegen den sogenannten selbsternannten König aller Könige und Herr aller Herren, den Papst in Rom. Und weil sie verstanden hatten, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Und das wissen die Protestanten heutzutage nicht mehr. Und das nimmt ihnen im Grunde die ganze Basis des Protests weg. Deswegen sind sie auch so leicht einzufangen in der ökumenischen Bewegung. Und das ist ein ganz wichtiges Grundwissen, das man haben muss. Wenn man dieses Grundwissen nicht hat,
dann versteht man auch überhaupt die ganze Politik, selbst die Politik des Vatikans und die Politik der Jesuiten nicht, weil das ist darauf eben aufgebaut. Und das ist eben das große Problem. Deswegen sind so viele Leute, die diese Videos hier schauen und die mich dann anfallen mit irgendwelchen Argumenten, die sie meinen zu haben. Ich meine, ist ja vielleicht auch aufgefallen, das Video, das ich heute hochgeladen habe, da war ja ein ziemlicher Shitstorm rausgekommen, ne? Aus den Kommentaren. Nee, um ehrlich zu sein, habe ich das noch nicht gemacht. Na, okay. Also der Maximilian hat mir da vorhin auch noch drüber geschrieben, so nach dem Motto von, na du, jüdischer Disinformationsagent. Na, das waren so Sachen, die man mir an den Kopf geschmissen hat in meinem Video. Weil die Leute die Bibel nicht verstehen, weil sie noch nie davon gehört haben, dass der Prophet Daniel gesagt hat, es wird 4 Königreiche geben bis zur Wiederkehr Jesu Christi. Und diese 4 Königreiche sind Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Und da ist kein jüdisches Reich bei. Aber ja, gut, ich will jetzt auch nicht zu sehr da in das Detail gehen. Wir haben bereits eine sehr schöne Einleitung gemacht, mal eine allgemeine Einleitung. Und wie gesagt, ich kann immer nur darauf appellieren, stellt eure eigene Untersuchung an und beginnt diese Untersuchung mit der Studie der Bibel, dem Wort Gottes. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das Wort Gottes vernünftig studiert, dass es viele verschiedene Stellen an der Bibel gibt. Ich kann gar nicht sagen, welche. Es sind so viele, dass man sie gar nicht alle aufnehmen kann. Wir hatten gestern in unserer Bibelstudie Hebräer Kapitel 5 studiert. Da waren alleine schon sicher 8 Verse drin oder 9 Verse drin, die auf den Antichristen gewiesen haben, wenn man es richtig versteht, wenn man die Bibel mit richtigem Verständnis liest. Alles deutet darauf hin, oder alles beweist mehr oder weniger, nicht deutet darauf hin, alles beweist, dass das Papsttum der Antichrist ist. Und dieses Verständnis muss man haben, weil nur dann macht überhaupt auch diese ganze Geschichtslehre, die wir hier in diesem Buch mit den hinter den Diktatoren überhaupt machen, macht das Sinn. Weil wenn ich nicht verstehe, dass Adolf Hitler ein Katholik war, dass Mussolini ein Katholik war, dass Franco ein Katholik war, dass die alle die katholische Agenda im Grunde nur ausgeführt haben. Ja, ich frage mich immer, warum machen die das denn? Ja, weil das eben die Politik des Antichristen ist. Wenn ich aber nicht verstehe, dass das Papsttum in der römisch-katholischen Hierarchie ganz oben drauf der Antichrist ist, dann macht das alles wenig Sinn, ne? Stimmt, ne, Viktor? Ja, es würde sich sonst nicht der Kreis schließen. Eben. Ich dir recht. Ja, also eben. Wenn wir jetzt sagen würden, Adolf Hitler ist der Antichrist, dann dann ne, würden wir uns, glaube ich, ganz schnell in der Sackgasse dann befinden. Ja, es gibt ja sehr viele Charakteristiken, biblische Charakteristiken, die bestimmen, wer der Antichrist ist. Ja? Und in dem Augenblick, wenn dieses Video hier jetzt erscheint, Ende Kapitel 11, hinter den Diktatoren, habe ich aber bereits angefangen mit der Lesung von Romanismus und die Reformation. Das ganze Buch dreht nur darum, auf 400 Seiten, um den biblischen Beweis zu erbringen, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Und zwar auf biblische Art und Weise. Ja? Deswegen heißt das Buch ja auch im vollständigen Titel Romanismus und die Reformation aus der Sichtweise der Prophezeiung. Ja? Aus der Prophezeiung heraus kann man das ganz deutlich ersehen. Deswegen ist das für mich eines der wichtigsten Bücher, oder das wichtigste Buch neben der Bibel auf dieser Welt. Und ich bin sehr, sehr froh, die Gelegenheit zu haben, aufgrund der Übersetzungsarbeit von Bruder Maximilian, um dieses Buch zu lesen. Und ich kann nur jedem anraten, dabei zu sein und sich das mit anzuhören. Und wie du richtig gesagt hast, Viktor, das ist ein sehr schöner Satz, den du gesagt hast. Damit schließt sich der Kreis. Der Antichrist ist genau das kleine, fehlende Mosaikstück, das das Puzzle richtig zusammensetzt und zusammenhält. Wenn man mal davon ausgeht, dass ein Puzzle ja oftmals so 4 kleine Häkchen hat. Ja? Ein Puzzlestück muss an 4 verschiedenen Stellen mit einem anderen Puzzlestück halten. Im Norden, im Süden, im Osten und im Westen. Genau so ist das. Wenn ich dieses Puzzlestück des Antichristen habe, dann erst macht das ganze Bild, was ich aus geschichtlicher und historischer Sicht zusammengesetzt habe, dann macht es einen Sinn. Der fehlende Link. Genau der, ich sag mal jetzt sarkastischerweise, der Missing Link, den die Evolutionstheoretiker schon seit Jahren suchen, um den fehlenden Link zu haben, die Verbindung zu haben zwischen, wo der Affe zum Menschen wurde, den sie niemals finden werden, weil das ja eben nur eine Glaubenstheorie ist und nicht wahr ist, sondern weil es die Schöpfung ist. Und aus der Schöpfung ist der Mensch entstanden, weil Gott ihn aus dem Lehm der Erde geformt hat und nicht, weil er aus Affen hervorgekommen ist. Diesen Missing Link, den sie da immer suchen, genau das ist der fehlende Link zu diesen ganzen Studien, dass das Papsttum der Antichrist ist und das vervollständigt dann das Puzzle. Das war eine gute Aussage, ne? Ja,
Genau. Schön Man könnte jetzt verständlich. auch noch weiter darin das noch weiterspinnen und auch dann, wenn man noch so diesen biblischen Bezug auch weiterhin auf, also darauf verweisen möchte, dass natürlich wir Menschen auch nichts anderes sind als ja der Ton und Gott, der Herr, unser Schöpfer, ist der Töpfer. Also er bestimmt letztendlich auch unseren Weg, ne? Ja, genau wie wenn wir ein Tongefäß machen und damit machen können, was wir wollen, genauso ist das mit Gott, der mit den Menschen eben auch das macht, was er will. Dabei darf man eben nicht vergessen, dass Gott alle Menschen liebt und nicht will, dass ein einziger verloren geht. Und dafür hat er seinen einzigen eingeborenen Sohn auf diese Erde geschickt, um für uns alle zu sterben. Das hat er getan. Und jetzt ist es an uns. Nehmen wir das an, dann haben wir auch die Möglichkeit, die Herrlichkeit des Gottes zu sehen und zu erleben. Und nehmen wir das nicht an, ja, dann gehen wir eben dahin, wo der Pfeffer wächst, um das mal in ganz kurzen Worten auszudrücken. Ja, ich möchte jetzt auch langsam zu der Lesung kommen. Nicht, dass Sie sagen von, oh, die wussten, dass Sie nur eine Seite haben, jetzt labern Sie hier die ganze halbe Stunde voll, nur um die Zeit voll zu kriegen. Nee, ich fand das sehr interessant, was wir gerade eben besprochen haben. Und ich wollte da gern nochmal den Nachdruck drauf legen, dass wir uns bitte der Tatsache erinnern, jedes Mal, nicht nur wenn wir hier Rexismus und die katholische Aktion, nicht nur wenn wir hier hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche lesen, sondern bei jeder meiner Buchlesung, die ich bis jetzt gemacht habe und jede Lesung, die ich in der Zukunft noch machen werde, bei jeder Seite müssen wir uns erinnern, der Papst ist der Antichrist. Deswegen hat Viktor das hier ja auch ständig in dem Buch mit reingeschrieben, ne? Antichrist Papst Pius XII. Er hat ständig Antichrist davor geschrieben. Hat mich noch gefragt, soll ich das dann auch wirklich machen überall? Ich sage, ja, mach das. Kann man gar nicht oft genug wiederholen. Und jemand, der da mal drüber hinweg hört, oder jemand, der auf einmal aufschreckt, so, Antichrist, Papst, was ist das denn? Oder muss ich den Jörg mal fragen? Ja, bitte ehrlich gemeinte Anfragen zu einem wenigen Verständnis dafür, die beantworte ich gerne. Nur solche Kommentare, wie ich heute im Laufe des Tages auf Kapitel 5, den zweiten Teil, das war das, was ich hochgeladen habe, schaut euch das mal an. Was ich da für Kommentare gekriegt habe, wobei ich einen teilweise schon gelöscht habe, weil das war unerträglich und ich habe ja meine Politik, dass ich bestimmte Kommentare, wenn sie mich beleidigen, löschen. Und das habe ich auch gemacht. Aber was da für ein Shitstorm gekommen ist, Junges, Junges, Junges. Aber wenn ihr eine ehrliche Frage habt dahin, überhaupt kein Problem. Gut, dann fangen wir jetzt mal an und lesen halt die letzte Seite von Rexismus und katholische Aktion. Ich werde nochmal hier oben an diesem Absatz anfangen. Wir hatten den schon gelesen. Ich hätte eigentlich hier weitermachen müssen, aber zum Reinkommen möchte ich jetzt eben nochmal diesen Absatz hier lesen, ohne jetzt groß eine Besprechung damit zuzumachen und möchte nochmal eben deutlich auf den Rexismus hier zurechtkommen. Rexismus, da haben wir ja hier das Bild auch von Leo de Grell, ja, die wirkliche Fratze, sage ich jetzt mal, anstatt Visage, das wirkliche Gesicht des Rex, des König. Okay, so soll es nach dieser neuen katholischen Politik keine Trennung zwischen katholischer Aktion und dem faschistischen Vorstoß für die Errichtung ihrer neuen Ordnung in Europa geben. Der Rex-Partei wurde die Aufgabe übertragen, die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem faschistischen Staat in Belgien durch ein Konkordat zu regeln, genauso wie es in Deutschland durch Franz von Papen und dem jetzigen Antichristen Papst Pius XII., dem damaligen päpstlichen Nuntio in Deutschland, geschah. Diese neue historische Mission der Kirche von Rom, die durch den Lateranpakt und das Konkordat von 1929 zwischen dem Vatikan und dem faschistischen Italien initiiert wurde, fordert eine Zusammenarbeit mit den faschistischen Diktatoren ungehindert der Fragen oder Einmischung der Bevölkerung oder des unteren Klerus. Also, sie wollen vollständig souverän Entscheidungen über jedermanns Kopf hinweg treffen. Das heißt das in anderen Worten. Die liberalen Prinzipien und die Volksfreiheit müssen in der Kirche wie im Staat vollständig niedergeschlagen werden. Das Einzige, was noch zählt, ist, was sie heutzutage den sogenannten Terroristen und auch uns fundamentalistischen Bibelgläubigen ankreiden, Fundamentalismus. Das haben sie im Grunde selber. Genauso ist die römische katholische Kirche immer gewesen. Sie verweist anderen, dass sie das tun, was sie selbst tut. Ja? Wir in Amerika, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Leo Herbert Lehmann schreibt das Buch aus amerikanischer Sicht. Ja? Wir in Amerika beginnen erst jetzt klar zu sehen, wie die Schlinge gebildet wurde, um alle Formen des Liberalismus und der Demokratie in Europa vor Hitler zu erwürgen.
um Platz zu machen für die nazifaschistische hierarchische Gruppierung von Nationen und Individuen in einer Art Wiederbelebung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Da hatte ich ja ein paar Kapitel hier vor, dieses wunderbare Bild mit reingebracht, wo man auf der einen Seite das Nazireich während des Zweiten Weltkrieges mit den ganzen besetzten Staaten sah, ein Volk, ein Reich, ein Führer damals, und daneben dasselbe in Blau, wie die EU heute im Grunde ist. Ne? Die EU, die Europäische Union, ist die Wiederbelebung des Heiligen Römischen Reiches. Nicht deutscher Nation, aber mit Hilfe des deutschen Schwertes, wie Papst Leo der 13. es vom Kaiser damals gefordert hat. Und die eigentliche treibende Kraft, fährt der Autor fort, hinter all dem war die Saat der jesuitischen Gegenreformation, die allen Diktatoren vorausging und darauf abzielte, die verhassten liberalen Prinzipien der protestantischen Demokratien zu vernichten. Die Zusammenarbeit war in der Tat eine gottlose Kombination. Da ist uns hier aber ein Druckfehler unterlaufen. Das haben wir gar nicht gesehen, ne? Habe ich auch nicht gesehen. Die Zusammenarbeit war in der Tat eine gottlose Kombination, um dieses Ziel zu erreichen. Die katholische Rekonstruktionsbewegung von Antichrist Pius dem 11., der italienische Faschismus von Mussolini, Hitlers Nationalsozialismus, die französisch-antisemitischen Lügen, wie zum Beispiel die Affäre Dreyfus, ja, La Roque und die Cagulars, der belgische Rexismus, die rassistische Bewegung in Ungarn von Vater Banga, die weißrussische Vereinigung, die kroatischen Verbände, ja, dürfen wir ja nicht vergessen, die kroatischen Verbände, erinnert ihr euch noch, NDH, der kroatische Staat zwischen 40 und 45, das souveräne Kroatien mit der Ermordung von 1 Million Protestanten, Orthodoxen und Juden und allen möglichen anderen gegen die römisch-katholische Kirche gesinnten Einwohnern und etliche hunderttausend, die vertrieben wurden, deren Hände bei der Ermordung des Königs Alexander von Serbien und des französischen Außenministers Barthou verwickelt waren. Die slowenischen Separatisten unter Führung des Jesuitenpaters Anton Korotschets, der sich bis zur Präsidentschaft des Senats in Jugoslawien vorarbeitete. Die katholischen Prälaten und Politiker des alten Österreich, Monsignore Seipel, Dollfuß, Schussnigg etc. Die Priesterpolitiker der Slowakei, der Karpaten-Ukraine und der Böhmenväter Hlinka und Tiso. Nicht zu vergessen Franco in Spanien und seine faschistischen Generäle und die Laval-Pétain-Klicken in Frankreich. Ja, Pétain war die Regierung, die faschistische Regierung im besetzten Teil Frankreichs im Zweiten Weltkrieg. Sie alle, oben genannten, arbeiteten eng zusammen und waren mit der katholischen Kirche verbunden, um das gleiche Ziel zu erreichen. Die Zerstörung der postreformatorischen Struktur Europas und der Welt. Aber das Ende kommt noch. Und hier muss ich hinzufügen, wir müssen immer noch die Vereinigten Staaten von Amerika und durch sie den Rest der Welt erobern. Das ist das Ende, das noch kommt. Das ist das dicke Ende, das uns noch zu warten steht. Aber bevor die Vereinigten Staaten von Amerika den Rest der Welt erobern, müssen erstmal die Vereinigten Staaten von Amerika selber von innen gereinigt werden. Das wird ihr eigener Untergang sein. Also, wir gehen mal eben auf einen biblischen Bezug ein. Wir lesen in Offenbarung 13, dass es zwei Tiere gibt. Das eine kommt aus der See und das andere kommt aus dem Land. Das Tier aus der See, das ist der Vatikan, und das andere, das aus der Erde kommt, das ist Amerika, weil es eine unbevölkerte Region auf dieser Erde ist. Dieses zweite Tier sorgt dafür, dass das erste Tier, das verwundet ist, angebetet wird. Also, Amerika sorgt dafür, dass der römische Katholizismus wieder seine Position bekommt, die er vor der Reformation hatte. So steht es ja geschrieben. Ja?
schauen wir mal eben in Offenbarung 13 rein. Das Tier aus der Erde. Ab Vers 11. Ich werde mal eben sehen, dass ich das hier für euch online eben auch zur Verfügung stelle. Da muss ich das ja nicht nur so aus meiner Bibel vorlesen, dann können wir das hier online mitlesen. Heute ist der Firefox mal richtig gut gelaunt, den ganzen Tag über gewesen. Ging mal richtig schnell auf. Guck mal jetzt auch. Schlachter 2000, Offenbarung. Und dann gehen wir in das Kapitel 13 und dann lesen wir mal ab Vers 11. 13, das Tier aus der Erde. So. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor dessen Augen. Ja, also alles das, die Macht, die der Vatikan, die die römisch-katholische Kirche während der Reformation verloren hat, wird jetzt ausgeübt von den Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben in über 180 Ländern auf dieser Welt Militärbasen. Warum? Warum sagen so viele Menschen von, auch die Vereinigten Staaten von Amerika sind der Polizist der Welt? Genau, das sind sie. In Ausübung, im Auftrage des Antichristen, des Tieres aus dem Meer, des ersten Tieres, das wir hier im Vers 1 aufsteigen sehen. Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf dem Kopf den Namen der Lästerung trug. So, dieses Tier bekommt eine tödliche Wunde und dann sehen wir ein anderes Tier, das aus der Erde aufsteigt, das heißt im Gegensatz zu Meer, das symbolisiert Völker, Nationen, Sprachen, Menschenmassen, ist die Erde das genaue Gegenteil. Eben eine relativ unbevölkerte Gegend auf dieser Erde. Und sowohl Nord- wie Südamerika waren ja nun im Vergleich zu Europa und dem Rest der, ich sag mal eben, zivilisierten Welt, zwischen Anführungsstrichen, sehr wenig bevölkert. Dieses Tier hatte oder übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Wann wurde denn diese Todeswunde geheilt? 1929 mit dem Lateranen Vertrag zwischen dem faschistischen Italien, Mussolini, und dem Vatikan. Da gehen wir im Detail drauf ein, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, meine lieben Brüder und Schwestern, im Kapitel 12, genau wie angekündigt. Kapitel 12 solltet ihr auf gar keinen Fall vermissen. Da werden euch Fakten um die Ohren gehauen, dass ihr es nur noch klingeln hört auf allen Seiten. Das kann ich euch garantieren. Es wird super interessant. Stimmt, ne, Viktor? Ja, man sollte sich die Kennlade gut festhalten. Ja, die fällt nämlich sonst runter und das tut weh. Ja. Es tut große Zeichen, dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, also dem Vatikan, ein Bild machen sollen. Welches Bild kann man denn dem Vatikan machen? Die Himmelskönigin. Maria. Und da werde ich irgendwann mal ein anderes Buch drüber lesen. Das habe ich dem Viktor noch gar nicht gegeben zum Übersetzen. Ich glaube, das hast du mir schon gegeben. Habe ich es dir gegeben? Ja. Ich glaube, ich weiß, worüber was du gerade meinst. Queen of Islam, Queen of Rome, Queen of all, ne? Ja. Königin des Islam, Königin von Rom, Königin von allen. Ja, dieses Buch von 160 Seiten von 2006. Ja, über die Maria-Erscheinung und ihre politische Bedeutung. Ja, das könnte sehr interessant sein zu lesen. Aber das hat eben mit diesem Bild zu tun. Und es wurde ihm gegeben, also dem Tier, das aus der Erde kam, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen. Das kann man mit Bluebeam ja sehr schön machen. So dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Ja, dieses Bild, diese Maria-Erscheinung hat ja damals schon 1917, als sie in Fatima erschien, hat ja damals auch gesagt, dass eine ganze Menge Menschen getötet werden, wenn nicht Russland sich bekehrt zu
dem Glauben des Katholizismus, also des römischen Katholizismus, weil katholisch sind die da ja auch, die Orthodoxen. Na? Ich sage euch, das ist ein interessantes Buch, wenn Victor das jemals übersetzt und ich das jemals dann lesen kann, die Zeit habe. Ja, spannend. Wer Englisch kann, der besorge es sich bitte selber. Und dieses zweite Tier bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Und wir wissen aus anderen Buchlesungen im Überfluss von mir, dass im hebräischen Zahlenbuchstabensystem, im griechischen Zahlenbuchstabensystem und im römischen Zahlenbuchstabensystem alle Titel des Papstes, Titel wie Latinus und alle möglichen anderen Namen, auf die ich jetzt gar nicht eben alle mal komme, alle enden auf 666. Also, die Zahl ist der Mensch. Ja? Oder wer die Zahl seines Namens hat. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und was ist der Papst? Ein Mensch, ne? Der sich anmaßt, Gott zu sein, aber ein Mensch, ein fehlbarer, sündiger Mensch, der die Zahl 666 trägt. Na gut, so viel zur Bibel. Wie gesagt, das Ende kommt noch, denn wir müssen immer noch die Vereinigten Staaten von Amerika und durch sie den Rest der Welt erobern. Nun, die Vereinigten Staaten von Amerika sind inzwischen vom Katholizismus erobert. Jetzt könnt ihr sagen, von Jörg, wo holst du das denn her? Ja, habe ich auch schon in verschiedenen Lesungen gesagt. Es gibt unter anderem die Aussage von dem Quigley, das ist ein, ich suche mir das mal eben hier raus, dann kann ich euch das zeigen. Quigley, ich spreche jetzt von dem, nicht von dem Professor Quigley von Georgetown Universität, ich spreche von dem Bischof Quigley, hier, Erzbischof James Quigley, 1903, der eine Aussage getroffen hat, die man kennen sollte. Mal eben sehen, es gibt eine, da habe ich das in einer guten Auflösung, dann habe ich das in einer schlechten Auflösung, was ist die schlechte Auflösung, kann man hier nicht gut lesen. Das hier ist, glaube ich, das ist das in einer guten Auflösung. So, kann ja vielleicht eben mit mir der Victor zusammen probieren zu übersetzen, dass wir das mal verstehen. Innerhalb von 20 Jahren wird dieses Land die Erde regieren. Er spricht natürlich von den Vereinigten Staaten von Amerika. Er ist nämlich ein römisch-katholischer Erzbischof in Chicago, dachte ich, oder sowas. Jedenfalls erscheint dieses Interview in der Chicago Tribune. Ja. Könige und Kaiser werden bald Vergangenheit sein und die Demokratie der Vereinigten Staaten wird ihren Platz eingenommen haben. Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika die Welt regieren, dann regiert die römisch-katholische Kirche die Welt. Nichts kann gegen die Kirche Bestand haben. Ich würde gerne den Politiker sehen, der versucht, gegen die Kirche in Chicago zu regieren. Seine Herrschaft wäre von kurzer Dauer. Wäre wahrlich von kurzer Dauer. Hey, habe ich gar nicht so schlecht übersetzt, ne? Ja, ich wollte auch gerade sagen, Jörg, ich glaube, dann kannst du ja dann das Kühner-Buch dir mal vornehmen. Ah oh, ja, das habe ich gedacht, dass ich das jetzt auf mein Butterbrot geschmiert bekomme, ja. Kann ja passieren. Also, hier, ja, das sag mal. Das ist ja auch ganz interessant, diese Aussage von dem Erzbischof, ja. Weil der hat ja anscheinend offenbar diese Offenbarungsgeschichte gelesen. Ja, ja, innerhalb von 20 Jahren, sagt er, ne? Also 1915 kam das, bis 1915 hat er gelebt, er sagt das 1903 und sagt, innerhalb von 20 Jahren wird dieses Land regiert, also wird die
wird Amerika die Welt regieren, und wenn Amerika die Welt regiert, dann regiert die römisch-katholische Kirche die Welt. Nun, 1923 war es noch nicht ganz, weil die Amerikaner sich ja geweigert hatten, nach dem Ersten Weltkrieg der League of Nations da, der, wie heißt das da, die Nationenliga. NRA, meinst du, was wir mal behandelt hatten? Nicht die NRA, aber es gab nach dem Ersten Weltkrieg ja sowas wie die Vereinten Staaten, wie die Vereinten Nationen, das hieß ja anders, es hieß ja League of Nations. Nach dem Zweiten Weltkrieg, alles klar. Weiß ich jetzt immer nicht, wie es im Deutschen heißt. Im Englischen heißt das League of Nations, also ein Vorläufer der Vereinten Nationen. Wie sie dann, ich glaube, Völkerbund hatten sie. Ja, das. Genau, ja. Irgendwas so internationaler Völkerbund oder wie auch immer. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sie dann ja die Vereinten Nationen errichtet. Und die Amerikaner hatten sich ja geweigert, dieser League of Nations beizutreten, aber sind dann in die Vereinten Nationen, sind sie eingetreten. So. Und das in den... Also die letzten 20 Jahre, wenn er das hier 1903 sagt, würde ich sagen, okay, nicht unbedingt. Das ist nicht unbedingt richtig innerhalb von 20 Jahren. Aber heutzutage kann man sagen, dass das richtig ist. Ich habe euch ja schon auf anderen Bildern gezeigt, dass damals Ronald Reagan 1981 bei seiner Amtseinführung den Obelisken angeschaut hat, als er seinen Eid im Weißen Haus gesprochen hat, was ein verstecktes Zeichen für die Hierarchie der römischen Katholiken und der Jesuiten war, um zu verstehen, dass die Jesuitenunterwanderung der protestantischen Kirchen in Amerika so erfolgreich war, dass es keine unabhängige protestantische Kirche in Amerika mehr gibt, sondern alle unter der Ägide der römisch-katholischen Kirche arbeiten. Der Ökumenismus, 1965 abgeschlossen in dem Zweiten Vatikanischen Konzil, hat dann also 16 Jahre später, 1981, in Amerika bereits seine ersten Früchte getragen. 1999 hat dann die Lutheranische Weltweite Vereinigung mit dem römischen Katholizismus ein Papier unterzeichnet zur gemeinsamen Rechtfertigungserklärung, die abweicht von der Rechtfertigungserklärung von Luther. Wozu wir uns ja erinnern, dass wir das Video haben von dem Schneider, der ja sagte, der Papst kann im Flugzeug sagen, was er will, wir haben bereits eine unfehlbare Erklärung zur Rechtfertigungslehre von dem Konzil von Trient, 1545 bis 1563, auf dem mit 125 Verfluchungen die Protestanten verflucht und verdammt wurden. Ja? Und diese Aussage hier von dem James E. Quigley ist natürlich sehr interessant. Er sagt, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika die Welt regieren, dann regiert die katholische Kirche die Welt. Warum? Weil die Vereinigten Staaten von Amerika erstens aufgerichtet wurden von den Jesuiten und zweitens, weil die Bibel es sagt, ja, es übte alle Vollmacht des ersten Tieres vor dessen Augen aus und bringt die Erde und die, die auf ihr wohnen, dazu, das erste Tier anzubeten. Also kann man noch deutlicher darüber sein, dass die Bibel sich wieder und wieder jedes Mal unfehlbar mit ihren Prophezeiungen hunderte, tausend Jahre zuvor geschrieben, erfüllt? Ist diese Aussage von dem Quigley und das, was wir heute erleben, wo wir die Übermacht der Vereinigten Staaten von Amerika auf der Welt schon seit Jahren sehen, ist das nicht ganz deutlich die Erfüllung der biblischen Prophezeiung? Und jetzt kommt das Ende aber noch. Denn die römisch-katholische Kirche muss noch die Vereinigten Staaten von Amerika erobern. Das haben sie getan. Aber jetzt müssen sie durch Amerika den Rest der Welt erobern. Und um das zu schaffen, müssen sie Amerika erstmal ausziehen. In der Hinsicht, dass in Amerika Katholizismus offizielle Politik wird. Es muss in Amerika sich das vollziehen, was in 1933 sich in Deutschland vollzogen hat. Der Nationalsozialismus, der damals in Deutschland übernommen hat, muss in den Vereinigten Staaten von Amerika übernehmen, um die Politik des Rexismus, die wir hier in diesem Artikel, in diesem Kapitel des Buches gelehrt haben und vorher in den vorhergehenden Kapiteln, der Kampf, Hitlers Kampf gegen die Kirchen, dieser Kampf gegen die Kirchen, dieser Kampf gegen die liberalen Elemente in der katholischen Kirche in Amerika,
Dieser Kampf gegen die liberalen Elemente in den Protestanten, in der Politik und überall muss in Amerika durchgeführt werden. Amerika muss so von Liberalismus gesäubert werden, wie Deutschland 1933 oder ab 1933 von diesem Liberalismus gesäubert wurde. Und dann haben wir das, was wir die neue Weltordnung kennen. Dann nämlich hat dieses erste Tier wirklich alle Vollmacht, das zweite Tier, alle Vollmacht des ersten Tieres ausgeübt und bringt die Erde und alle, die auf ihr wohnen, dazu, das erste Tier anzubeten. Bringt also wieder die alte Weltordnung wiederhergestellt her, die nichts anderes besagt, als dass der Papst der unangefochtene, souveräne Führer der ganzen Welt ist. Und er wird das tun auf einer weltlichen Art und Weise und er wird das tun auf eine spirituelle Art und Weise. Er wird sich vortun als Jesus Christus. Und dafür brauchen sie die Geschichte, die jeder Mensch heutzutage glaubt, des futuristischen Antichristen. Weil wenn die ganze Welt weiß, dass der Papst der Antichrist ist, dann akzeptiere ich den Papst später nicht als Jesus Christus, wo er heute von sich bereits sagt, der Papst ist Jesus Christus verborgen unter einem Mantel von Fleisch. Das Schauspiel, das uns da noch zu warten steht, zu kommen, das ist noch ein ordentliches. Dieser letzte Satz, dieser letzte Kommentar hier ist nicht nur eine Einleitung auf das letzte Kapitel von Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, sondern es ist vor allen Dingen, um die Leute darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, um den Antichristen, den biblischen, historischen und prophetischen Antichristen zu kennen und um ihn zu exponieren, expose. Ich hab das heute noch übersetzt, da ich komme manchmal auf die deutschen Worte einfach nicht, die einfachsten deutschen enthüllen. Worte. Ja, enthüllen, alle möglichen Worte, die man dafür gebrauchen kann in dem Zusammenhang. Er muss wirklich in den Köpfen der Leute, muss es da reingehen, dass das Papsttum der Antichrist ist, weil er wird sich vortun als der Christ. Ob das jetzt der lebende Papst ist oder ob das irgendein Bild ist von einem Papst, den sie erwecken oder wie auch immer, was sie da auch immer im Schilde führen, das ist vollkommen wurscht. Aber es geht darum, dass der ganze Rest der Welt erobert werden muss. Warum? Weil wir etwas lesen in der Bibel bereits im Alten Testament. Nämlich in Jesaja lesen wir in Kapitel 14, das wollen wir doch mal eben aufmachen, wenn wir schon mal hier sind, ja, Kapitel 14, Jesaja, da steht ab Vers 12, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, sprechend über Luzifer, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nation. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Was tut denn der Papst? Der erhöht sich doch auch mit seinem Thron über die Sterne Gottes. Ja? Er macht sich selbst zum Gott und erhöht sich über Gott. Ja? Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Er weiß, dass Gott der Höchste ist, also man kann nicht höher sein als der Höchste, aber er will sich dem Gott gleich machen. Deswegen sagt er, ich bin Gott auf Erden. Ja? Das ist das Ziel von Luzifer vor seinem Fall. Also das ist das Ziel Satans, das ist das Ziel des Teufels. Und wir wissen, dass das Papsttum, dadurch, dass er der Antichrist ist, nicht der Vertreter Jesu Christi auf Erden ist, sondern der Vertreter des Teufels auf Erden ist. Deswegen nenne ich die römisch-katholische Kirche immer und immer wieder die Synagoge Satans. Die satanische Kirche auf dieser Erde. Und der Papst trägt hinter der Maske des Menschen, die er uns zeigt, das Gesicht des Teufels. Der Teufel will Anbetung. Matthäus Kapitel 4. Und Jesus hat das abgewehrt. Natürlich. Und der Papst hat das Angebot angenommen. Ich zeige dir alle Königreiche dieser Erde. All das werde ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Jesus hat gesagt, gehe hinter mich, Satan. Es steht geschrieben, du sollst deinen Gott im Himmel anbeten, den Vater im Himmel anbeten und niemand sonst. Und der Teufel ging weg. Aber der Papst, der hat das Angebot angenommen.
Und deswegen regiert er die Welt und nicht irgendein Jude. Das nochmal eben zum Abschluss dabei. Aber hiermit möchte ich die Lesung des 11. Kapitels beenden und möchte euch warm machen dafür, sicher das 12. Kapitel mit uns zusammen zu lesen. Das wird interessant. Ich zeig's euch mal eben. 13 Seiten, weil wir haben dann noch einen wunderbaren Anhang mit bei. Pro-Germanismus von Pius dem 12. Und wie ihr seht, sind da einige Dinge angestrichen. Und wir werden Dinge lernen. Wie gesagt, da wird euch, wenn ihr sie nicht festhaltet, die Kinnlade runterfallen. Auch der Anhang hier aus dem Buch Der globale Vatikan ist sehr interessant, den sich Bruder Viktor speziell auf meine Bitte hin vorgenommen und übersetzt hat. Ja? Dieses Kapitel 13 wartet noch auf uns. Und das bringt dann den Abschluss des Buches hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Und jetzt möchte ich natürlich gerne zum Abschluss noch von Viktor eine letzte Bemerkung hören. Bitte, Bruder. Ja, vielen Dank. Ich kann dir da nur beipflichten, wirklich viel dazu jetzt noch beisteuern, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke, ich mache das Bild jetzt auch nur noch, würde das jetzt nur noch ein bisschen irgendwie wahrscheinlich verfälschen, in Anführungsstrichen. Nein, aber vielleicht noch eine Sache, die mir noch so eingefallen ist, wo du vorhin sagtest, das mit dem D-Day. Ich denke mal, wenn man das auf Deutschland auch bezieht und sich auch einfach mal die Region anguckt, wo denn, sag ich mal, die größten Kollateralschäden stattgefunden haben, dann war das sicherlich nicht in Bayern. Ja. Osten. Der Norden eben. Und der Osten. Das eben, wo Preußen war. Ja, das hatte ich ja auch schon in früheren Videos gesagt. Wer sich daran erinnert, die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, da ist das ja auch schon deutlich daraus hervorgegangen, dass die Idee der römisch-katholischen Kirche war, dass eine wirkliche deutsche Regierung nur eine katholische sein kann, die aus dem Süden kommt, weil der Norden und der Osten ist ja von Preußen, ist protestantisch. Deswegen haben sie Hitler aus Österreich an die Spitze von Deutschland gesetzt und haben den nach Berlin geholt, dass der die Herrschaft über den Norden und Osten bekam. Ja, und wer sich jetzt noch fragt, warum Deutschland damals einen Kriegszug in den Osten gemacht hat, nämlich Russland angegriffen hat, also die Sowjetunion, besser gesagt, zu der Zeit, der sich das jetzt noch fragt, der hat es nicht verstanden. Wer jetzt das verstanden hat, was wir hier sagen, der hat ganz genau begriffen, weil damit eine Menge Protestanten und Liberale geopfert wurden. Ein Blutopfer. Genau darum geht es der römisch-katholischen Kirche. Weil die römisch-katholische Kirche akzeptiert nicht das einmalige, perfekte Blutopfer von Jesus Christus. Nein, die Opferungen müssen immer und immer wieder weitergehen. Durch Kriege auf der einen Seite, im weltlichen Bereich und durch die Transsubstantiationslehre in der Kommunion, in der Eucharistie, im geistigen, spirituellen Bereich. Aber bitte, Viktor. Ja, und auch ganz wichtig, denke ich, wie du auch das hervorgehoben hast, dass natürlich mit der Erkenntnis des Antichristen, des wahren Antichristen auf der Welt, damit natürlich auch der Glaube steht oder fällt, ne? Und ja, an sich freue ich mich dann auf, sage ich mal, das kommende Kapitel wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant und ich werde es nicht verpassen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du wirst es nicht verpassen. Nein, Viktor, ich bin froh, dass du auch bei den nächsten Lesungen wieder damit bei bist und ich freue mich jedes Mal über deinen Beitrag dazu. Oder auch den Beitrag von Michael, wenn der damit bei ist. Es ist immer schön, ein paar Leute damit hier beizuhaben, die eventuelle Dinge damit beitragen können. Und ich will jetzt auch gar keinen großen, langen Abschluss noch irgendwie forcieren. Aber ich möchte gerne mit den Worten schließen, mit denen ich meistens probiere, meine Videos zu beschließen. Und das ist, dass wir bitte die Bibel festnehmen sollen. An allererster Stelle das Studium der Bibel, das Studium des Wortes Gottes. Das ist das, was an der Basis liegt. Das, was an der Basis liegt zu unserem Verständnis. Wir können diese ganze Spielerei auf dieser Erde niemals verstehen, wenn wir nicht das Wort Gottes verstehen. Und natürlich gibt es Leute, die Verständnisprobleme haben mit dem Wort Gottes. Habe ich ja auch. Ich verstehe ja auch nicht alles, was da drin ist. Da muss man es wieder und wieder und wieder lesen. Und irgendwann wird der Heilige Geist einem die Dinge offenbaren und wird einem sagen, so und so ist das. Aber alles, was wir hier heute in dieser Sendung gesagt haben, macht nur Sinn,
wenn man die Bibel an der Basis versteht. Und von daher bleibe ich mit demselben Aufruf wie immer. Lest eure Bibel. Maranatha.